Diese Wissensproduktion an den Universitäten ist standardisiert worden, sie ist genormt worden, sie wird controlled. Das gibt mir auch die Unabhängigkeit natürlich zu sagen, was ich denke oder das meiste von dem, was ich denke, zu sagen. Denn ich habe natürlich brutal auch schon Cancel Culture erlebt, wie Sie auch, wie viele andere. Mhm. Und bis vor 4 Jahren war ich ja verbeamteter Professor auf Lebenszeit für Wirtschaft, also für internationale Wirtschaft an der Hochschule Worms. Zwischendurch war ich mal Professor für Bilanz und Unternehmensanalyse an der Universität Graz. Und das habe ich alles an den Nagel gehängt, auch meine Lebenszeitstelle, mein Beamtendasein, weil ich mich nicht mehr den Zwängen der Hochschule aussetzen wollte. Für mich war die Hochschule etwas Freies, wo man sich frei auch entfalten kann, auch frei denken kann. Und das ist immer weniger der Fall. Und jetzt bin ich eben ganz normaler Finanzdienstleister im Hauptberuf. Ich hoffe, dass ich das ehrlich, transparent und gut mache, um dann eben auch mir meine eigene Meinung weiterleisten zu können. Sie dürfen immer weniger sagen, Sie werden immer mehr überwacht. Die ganze Hochschullandschaft hat sich verändert. Früher gab es, möchte ich mal sagen, an der Universität zu Köln in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit über 10.000, fast 20.000 Studenten in der Verwaltung gab es den Dekan, dann gab es 2 wissenschaftliche Assistenten und es gab 2 Sekretärinnen. Und den Rest haben die Professoren selber gemacht und auch selber verantwortet. Heute gibt es da 40 Leute, die nichts anderes machen, als die Professoren überwachen. Anders kann man das nicht sagen. Also das Ganze, diese Wissensproduktion an den Universitäten ist standardisiert worden, sie ist genormt worden, sie wird controlled. Und da ist die alte Idee der Akademie futsch. Deswegen unterstütze ich auch zum Beispiel die Akademie der Denker, ideell und materiell. Die ist hervorgegangen aus der Hannah Arendt Akademie, Online-Akademie, wo eben noch frei gelehrt auch gedacht wird. Aber wo haben Sie denn die Daumenschrauben gemerkt im Hochschulbetrieb? Ab wann war es für Sie klar, dass das mit einer freien Lehre an der Schule nicht mehr zu vereinbaren ist? Das ging schon 2011 los, als ich einen Artikel geschrieben habe in einer etwas umstrittenen Zeitung. Und dann wurde schon ein Riesenwirbel gemacht um meine Berufung an die Hochschule Graz. Und der Professor, der mich dann berufen hat, hat ein Gutachten von einem Historiker einholen lassen für die Schublade, dass mein Interesse für Personen der konservativen Revolution in Deutschland, das ist eine bestimmte Denkrichtung, eben eine harmlose Spinnerei sei, so ungefähr, dass die keinen Einfluss auf meine Lehre gehabt hätte. Und bei Wolf-Dieter Storl, dem bekannten Pflanzenexperten, war es so, dass der das schon Ende der 70er gemerkt hat in den USA, dass er also unterschreiben sollte in einem College, dass er liberale Einstellungen habe und dass er dann auch den Job abgelehnt hat. Also in den USA ging das schon in den 70ern los.